Siehe, mein Kind, du bist aus dem Staub auferstanden, und nun wandelst du in meinem Garten. Höre nun meine Stimme und wisse, dass ich dein Erschaffer bin, und mein Name ist Elohim. Suche mich in meinem Tempel auf, wenn du dich würdig erweist. Überall in diesem Land habe ich für dich Prüfungen erschaffen, und in jeder habe ich ein Siegel verborgen. Es ist deine Aufgabe, diese Siegel zu suchen, denn hierdurch wirst du den zukünftigen Generationen dienen und das ewige Leben erlangen. Du wirst dieses Siegel nicht brauchen, um die Tore meines Tempels zu öffnen, aber es kann dir in Zukunft zu Diensten sein. Formen, die du sammelst, sind mehr als bloße Spielzeuge. Sie sind die Siegel unseres Namens. Jedes einzelne bringt dich der Ewigkeit näher. Thank you.
Wohlgetan, mein Kind. Es fehlt dir nur ein weiteres Siegel. Mein Tempel steht dir nun offen, mein Kind. Komme zu mir. Mein Kind, du musst nicht alle Siegel auf einmal sammeln. Die Wächter dieses Landes können dir schaden. Aber hege keinen Hass gegen sie, denn sie sind meine Diener und durch ihren Widerstand soll dein Glaube gestärkt werden. Du bist äußerst fleißig. Vielleicht wird dir diese Eigenschaft in der Zukunft von Nutzen sein. Thank you.
Tritt ins Licht, mein Kind, und mein Tempel wird dir offenbart werden. Nun wandelst du auf den Steinen meines Tempels, von wo sich viele Tore öffnen. Wisse, dass dies nicht mein einziger Tempel ist, denn mein Garten ist größer, als dein Auge erfassen kann. Und all diese Welten habe ich für dich erschaffen. In meinem Garten gibt es viele Geheimnisse, verborgene Wege und geheime Tore. Wenn du dich ihren Rätseln widmest, darfst du dich der Schar meiner Boten anschließen.
Thank you.